Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games zu einem neuen Opening und auf dieses Opening bin ich verdammt stolz. Da geht ein großer und tausend Küsse raus an das Gate to the Games Team. Danke an die liebe Doreen, dass wir es hinbekommen haben, dass ich euch Pokémon Schwert und Schild Weg des Champions zeigen kann und darf, denn diese Boxen sind mehr als nur beliebt. Und ich habe hier insgesamt 5 Boxen, einmal die Zwolok V-Box, dann 3 Arena-Boxen und sage und schreibe eine Top-Trainer-Box mit Glurak Gigantamax. Ich bin so happy, diese Sachen unboxen zu dürfen. Ich habe mir schon Sleeve Spike gelegt, das seht ihr oben in der Ecke. Und ihr könnt etwas gewinnen, denn ich habe noch eine 6. kleine Sache, nämlich die Galar Stärketins. Da habe ich mir die mit Katapultra rausgesucht, weil Katapultra mein... Das ist ein cooles Pokémon aus Galar, fand ich einfach. Und da ist das Garb, habe ich mir das rausgesucht. Und ihr könnt immer eine dieser Tinboxen gewinnen pro Video. Also für die Zwolok-Box bekommt ihr eine Tinbox. Für die Arena-Boxen bekommt ihr jeweils eine Tinbox. Und für die Top-Trainer-Box. Und wenn ich die aufmache, auch nochmal. Das heißt insgesamt 6 Chancen, so eine hübsche kleine Tinbox zu gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, welche Frage ihr mir dafür beantworten müsst, das erfahrt ihr wie immer am Ende des Videos. Und ich habe mir so gedacht, okay, Zwolok ist das Signature-Pokémon von Hopp, unserem Rivalen Schwert und Schild. Und mit der erste wichtige Kampf in einem Pokémon-Spiel ist meistens der Kampf gegen einen Rivalen. Deswegen fangen wir mit der Zwolok V-Collection an, arbeiten uns dann über die Arenen zur Top-Trainer-Box. Und ich denke mal, das ist so unsere Reihenfolge für die nächsten Tage und für die nächsten Openings. Und ich werde das Ganze jetzt mal öffnen. Und ich habe einfach so Bock auf dieses Set. Ich habe mich jetzt nicht mega damit befasst, aber was ich natürlich geguckt habe, ist, was ist die teuerste Karte des Sets aktuell? Und das ist eine Rainbow Rare Gigantamax Glurak für aktuell ca. 325 Euro. Und es ist jetzt gierig zu sagen, wir wollen die ziehen, aber es wäre auch vermessen zu sagen, ach, es ist uns egal. Also wir geiern schon jetzt sehr auf diese Glurak V, hoffen natürlich, dass es klappt, aber wenn es nicht klappt, sind wir natürlich auch nicht traurig, denn dieses Set hat auch noch andere coole Karten. Und was das für Karten sind, das gucken wir uns jetzt zusammen an. Und ich räume erstmal hier die Booster Packs raus. Code Karte sind natürlich auch wieder mit am Start, das muss sein fürs euer TCG. Und da habe ich auch noch einen sehr großen, eine sehr große Aktion vor, denn ich sammle momentan sehr, sehr viele Booster Packs online und ich will wieder ein mega fettes Online Pack Opening machen, wo wir einfach gucken, wie viele gute Karten ziehen wir im Verhältnis zu den ganzen Booster Packs. Und ja, da wird einiges auf euch zukommen. Ich werde demnächst im Gate to the Games Community Tab mal posten, wie viele Booster Packs ich insgesamt habe. Und dann gucken wir, wie wir das aufteilen in wie viele Videos. Und wir haben hier die Zwolok V. Gucken wir uns erstmal an, was denn die Cover sind. So, sehr... Gardevoir. Sehr, sehr viele Gigantamax, Barrikadax. Sehr cool. Okay, die sehen echt gut aus. Die Cover sehen echt sehr, sehr gut aus. Ich bin gespannt. Wir werden mit... Mit dem Gardevoir als Glückspack. Ich mag Gardevoir. Ich bin gerade dabei mit Pokémon Go ein zweites Gardevoir hochzuziehen, deswegen nehme ich den einfach Gardevoir. Und wir packen erstmal Zwolok ein und gucken uns an, was Zwolok kann. Und dann geht es auch los mit den Openings. 4 Booster Packs an der Zahl sind hier drin. Das ist wieder ein Zwischenset, ähnlich wie es mit Shining Legends gewesen ist, ähnlich wie es damals in XY dieses Zwischensets gab mit den ganzen Shiny Pokémon, ist es ja auch ein Zwischenset und ist kein großes Release gewesen, sondern Sonderboxen mit diesen Booster Packs drin. Das macht das Ganze natürlich auch verhältnismäßig teurer als normale Sets, wo es halt mehrere davon gibt und wo man sich einzelne Displays kaufen kann, weil die Booster Packs gibt es hier nur in Sonderboxen und das macht die ganze Sache etwas kostenintensiver. So, Zwolok V vom Typ Farblos mit 210 KP, Fähigkeit Weiche Wolle. Diesem Pokémon werden durch starken 30 Schadenspunkte weniger zugefügt und die Attacke Rachestoß wird dreimal Farblos Energie 120 Schaden plus. Diese Attacke fügt jeder der von deinem Gegner genommenen Preiskarten 30 Schadenspunkte mehr zu. Fügt für jede der von deinem Gegner genommenen Preiskarten. Okay, also wenn euer Gegner schon mal 5 Preiskarten genommen hat, 30 mal 5, 150 plus 120. Macht ganz schön Damage. Klingt schon mal ganz cool. So.
Ganze noch als große Karte. Und wie immer ist alles in der Beschreibung verlinkt, die Box ist verlinkt. Also wenn ihr euch die Box kaufen wollt, guckt in die Beschreibung und wir starten mit dem ersten Pack. Und die gehen ziemlich schwer auf. Das ist irgendwie bei diesen Sondersets immer so. Die sind immer so zugeschweißt. So. Es geht los mit Bibo. Brimano. Yaro. Wablu. Iskalar. Brimova. Kokuna. Wuffels. Einem Reverse Kabu und einer Holo Mary. Und einer Steinergie. Also erstes Pack noch nichts Großes dabei. Mary ist cool, okay. Aber ich weiß, dass ihr es wollt und ich will es auch. Wir wollen Pokémon V. Das ist unser Ziel. So, wir haben hier die verdächtige Konserve. Wer kennt sie nicht, wenn sie im Schrank steht und schon da eine Weile steht? Okay. Komische Karte. Finde ich komisch. So, Pokémon hat damit, das ist ein schickes Artwork. 60 Schadenspunkte. Hopp. Vulpix. Macholo. Klonkett. Carnivana. Trank. Ein Reverse Vulpix und wieder eine Holo Mary als Rare und eine Feuerenergie. Haben wir es mit Mary? Werden wir jetzt eine Mary Full Art ziehen? Das wäre natürlich echt cool. Ich weiß gar nicht, ob Mary Full Art überhaupt drin ist. Aber schade, dachte ich. Ich habe sogar eine Rainbow Mary Full Art, habe ich mal gezogen. Da war ich echt happy. Das war cool. So, es geht weiter im letzten normalen Pack und dann unser, vielleicht bringt das Glückspack wirklich mal Glück, das wäre cool. Dann geht's weiter im Glückspack. So, Arbok. Hopp. Smart Rotom. Kleptifuchs. Macholo. Rattan. Wablu. Iskalar. Kokuna als Reverse und eine Galar Barrikadax Holo. Oh, die sieht cool aus. Die sieht echt cool aus. Und eine Unichtenergie als letztes. Ach, Leute, bis jetzt noch nichts. So. Gardevoir, Leute. Haben wir Glück? Vielleicht steigern wir uns auch. Vielleicht ist es dann in der Top-Trainer-Box. Keine Ahnung, alles voll mit Pokémon V. So, Yaro. Das Turfield Stadion. Oder Stadion. Victini, das geht schon mal gut los. Klonkett. Galar Zickzacks. Hornliu. Felilu. Pokéball. Ein Reverse Macholo. Und ein Wolverock als Holo. Okay, erste Box. 4 Holo-Karten. Ich denke mal, in jedem Pack ist eine Holo-Karte drin. Das nehme ich jetzt einfach mal so als Sherlock Holmes der Pokémon TCG Sachen an. Leider, außer unserer Promo Zwolok nichts drin gewesen. Es tut mir leid. Ich hätte euch gerne eine coole Wii gezeigt, aber es sollte noch nicht sein. Wir haben jetzt noch 3 Pokémon Stadion Boxen und die Top Trainer Box. Und ich freue mich, diese mit euch anzuboxen. Und ich habe euch ja gesagt, ihr könnt pro Video eine von diesen kleinen Galar Stärketin Boxen gewinnen. Und da das jetzt praktisch die Kollektion war, wo es um den Rivalen geht, um die Rivalenkämpfe geht, möchte ich von euch wissen, was war denn euer Lieblings-, euer härtester, whatever, Rivalenkampf in einem Pokémon-Spiel? Sei es der erste Kampf gewesen gegen Blue damals in Pokémon Rot, sei es der Rivalenkampf gegen Silber gewesen in Pokémon Gold und Silber oder gegen Maike und Briggs in Pokémon Rubin und Saphir, keine Ahnung, was war euer eingängigster, euer Lieblings-Pokémon-Kampf gegen einen Rivalen in-game? Oder vielleicht auch gegen einen Real-Life-Rivalen, wenn ihr einen Kumpel habt, der Pokémon gespielt hat damals als Kind oder jetzt
und habt euch immer gebettelt und geguckt, wer stärker ist. Schreibt es in die Kommentare, ich möchte gerne etwas Schönes lesen. Also ich lese mal gerne eure Kommentare durch, wenn ihr sowas schreibt, weil ich das immer interessant finde und dann so reflektieren kann, wie es mir eigentlich ging, als ich Pokémon gespielt habe. Und deswegen, ja, werde ich mir dann einen Kommentar raussuchen. Das Ende dieser Aktion wird sein, sagen wir mal, der 11.11. Wir nehmen einfach mal den 11.11. um 23:59 werde ich dann die Leute raussuchen. Und das gilt für alle Aktionen, für alle Opening-Videos jetzt zu den Weg des Champions-Sachen und zu dieser kleinen Box dann. Also bis zum 11.11. habt ihr Zeit zu kommentieren und dann werde ich die Gewinner ziehen. Also euer eingängigster Lieblings-Rivalenkampf oder härtester Rivalenkampf, keine Ahnung, whatever, schreibt es bitte mit dazu in die Kommentare. Und natürlich wie immer, ich möchte gewinnen, Video liken, Abonnent sein, natürlich Abonnenten offen lassen. Ich ziehe nur Abonnenten oder ich ziehe nur Leute, wo ich sehe, dass sie uns abonniert haben. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, alle Produkte verlinkt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das war's von mir für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, hoffe ich. Bis dahin, haut rein und ciao.